Das heutige Geschehen an den Aktienmärkten ist von überschaubarer Dramatik. Deswegen will ich drei Dinge ansprechen, die keiner erwartet hat und die so ein bisschen das Big Picture, das große Bild zeigen, das, was die Welt derzeit im Innersten zusammenhält. Und das will ich tun aufgrund von Aussagen von Christophe Barrault. Ich weiß nicht, ob Sie den Namen schon jemals gehört haben. Wahrscheinlich nicht. Christophe Barrault ist ein französischer Ökonom, der, wenn man so will, der heimliche Superstar ist im Bereich der Ökonomen, denn er ist der beste Forecaster, der beste Prognostiker seit dem Jahr 2012 etwa bei Bloomberg für die US-Wirtschaft. Jedes Jahr also wird er immer als derjenige ausgezeichnet, der die Konjunkturdaten am exaktesten hat voraussagen können. Es gilt auch für die letzten Jahre der chinesischen Wirtschaft, der Wirtschaft in der Eurozone. Er hat einfach eine hervorragende Methodik und hervorragende Big Data Sammlung, die ihn zu diesen extrem guten Erkenntnissen bringt. Und er hat vor einigen Wochen schon gesagt, es gibt drei Dinge, die keiner erwartet und die alle unterschätzt haben. Das erste ist die Chip Shortage, also praktisch der Chipmangel. Das zweite ist die generellen Lieferengpässe, die wir derzeit sehen, vor allem auch durch die Frachtaktivitäten. Und das dritte ist die US-Inflation. Und speziell diejenige, und das wird jetzt erst überhaupt noch relevant werden, die durch die steigenden Mieten zustande kommt. Und dementsprechend ist die Frage, ja, haben denn diejenigen recht, die jetzt sagen, die Inflation wird wieder deutlich zurückgehen, so wie etwa die Fed, so wie etwa die EZB, und die darauf ja begründen oder dadurch ja begründen, warum sie nach wie vor an der ultralaxen Geldpolitik festhalten, das Tapering weiter hinausschieben, solange es geht, weil angeblich ja die Inflation doch kein Problem ist. Die letzte Rede von Jerome Powell in Jackson Hole drehte sich vorwiegend darum zu begründen, warum die Inflation unbedingt wieder nach unten kommen muss. Dabei war Paul und die Fed insgesamt weit hinter der Kurve, was den faktischen Anstieg der Prognose der Inflation dann betrifft. Man hat sich also geirrt, glaubt aber jetzt, die Dinge weiter im Griff zu halten, im Griff zu haben. Und das ist eine vielleicht schwierige Herangehensweise, die wahrscheinlich wieder scheitern wird, wie schon der erste Ansatz gescheitert ist, eine zu geringe Inflation zu prognostizieren. Schauen wir uns mal derzeit an, wie jetzt die Erwartungen sind. Die Ökonomen erwarten inzwischen, dass jetzt das gesamte Jahr in den USA, also bis Dezember, mindestens die Inflation über der Marke von 5% liegen wird. Das hat vorher auch keiner so wirklich gesehen. Jetzt ist man so weit zu sagen, okay, das wird noch bis Ende des Jahres dauern. Dann aber wird die Inflation weiter runterkommen, so die Prognosen, bis auf 2,2% im dritten Quartal des nächsten Jahres. Unten sehen wir mal den City Economic Surprise Index, also der bemisst, wie stark die hereinkommenden Inflationsdaten abweichen von der vorherigen Erwartung. Und wir sehen, das ist die größte und beste Long-Position, die man hätte eingehen können. Leider kann man diesen Index nicht handeln. Wäre eigentlich mal ganz spannend. Aber wir sehen, das ist wirklich ein Fahnenstangen-Chart, der Bitcoin und Konsorten aus vergangenen Tagen fast schon alt aussehen lässt. Also die Inflation ist deutlich höher reingekommen als erwartet. Das gilt auch für den heutigen Tag, etwa in der Eurozone. Wir haben Erzeugerpreise mit einem Anstieg im Juli jetzt von 12,1%. Und das sind die Daten, die heute gemeldet wurden, frische Daten, eben erst aus dem Juli, die jetzt vorliegen. Erwartung war plus 11%, also auch hier wieder eine Surprise auf der Oberseite, also deutlich stärker als erwartet. Zum Vormonat sind die Preise nochmal um über 2% gestiegen, die Erzeugerpreise. Also praktisch die Kosten für die Unternehmen sind weiter gestiegen. Und wenn die Kosten für die Unternehmen weiter steigen, was tun sie dann? Sie versuchen sie an die Konsumenten weiterzugeben, sodass wir dann wahrscheinlich den wirklichen Umschlag in den Verbraucherpreisen erst noch sehen werden, weil das mit einem verzögerten Time Gap sozusagen dann erst eben auch in den Supermärkten oder bei Güterpreisen ankommen wird. Wir sehen jedenfalls, dass diese Lieferengpässe, dieser Chipmangel zum Beispiel, vor allem die Autoindustrie trifft und vor allem das Wirtschaftswachstum deutlich verlangsamt. Heute etwa die Verkäufe neuer Autos in den USA geradezu gecrashed. Wir sind hier richtig runtergekommen. Heute dann auch die Meldung, dass General Motors Teile der Produktion in Nordamerika stilllegen muss, eben wegen Chipmangel. Heute hat sich dann auch noch der Daimler-Chef geäußert und gesagt, also
Aufgrund des Chipmangels etc. und Lieferengpässen werden wir weniger absetzen im dritten Quartal als im zweiten Quartal. Also praktisch eine Art Warnung vor dem, was da kommt und wie stark der Einbruch ist. Das sehen wir hier jetzt mal auf den nordamerikanischen Markt bezogen. 30% ging es runter im Vergleich zum Februar diesen Jahres mit den Verkäufen. Und meine aller beste Freundin Cathy Wood hat hier einen interessanten Tweet abgesetzt und gezeigt, dass zumindest jetzt 2019 und 2020, selbst da waren die Autoabsätze, die Verkäufe neuer Autos, rückläufig, aber was deutlich zugelegt hat, waren eben die Elektroverkäufe von Elektrofahrzeugen. Sie sagt, ja, die Autokäufer, die verlassen sozusagen benzinbetriebene Fahrzeuge. Ich glaube, die Politik erzwingt das ja geradezu, dass dem so ist. Die Autokonzerne haben ja praktisch unisono angekündigt, in einigen Jahren gar keine Benziner- oder Dieselfahrzeuge mehr zu produzieren. Also ob das die Kunden unbedingt so sind oder ob es eben Anreize durch Steuerermäßigungen sind, das ist wahrscheinlich die wichtige Frage. Wenn Sie zum Beispiel als Dienstwagen ein Elektrofahrzeug haben, dann können Sie da ganz andere Abschreibungen vornehmen, können das steuerlich viel besser veranschlagen, als wenn es ein Benziner ist, etc. etc. Also der Staat versucht da schon alles, das durchzudrücken. Das ist also der Chipmangel, sind die Lieferengpässe. Jetzt haben wir aber auch steigende Preise für Lebensmittel. Heute die UN gesagt, wir haben jetzt die höchsten Lebensmittelpreise global gesehen seit den 1970er Jahren. Und wir sehen auch hier einen klaren Trend nach oben. Und dazu passend hat sich heute Barilla geäußert, der Nudelproduzent, den Sie sicherlich kennen aus den Supermärkten. Und da sagt man also, die hohen Weizenpreise sind eine riesige Herausforderung. Und die Leute nehmen das so für selbstverständlich, dass Essen eben da ist, dass solche Produkte eben da ist. Aber er sagt, das ist nicht selbstverständlich. Das ist alles ein sehr fragiles Gebilde, dass das wirklich alles so funktioniert. Und wenn du dann ein solches Problem hast, die nächsten Wochen und Monate, sagt er, werden sehr, sehr hart und man kann nicht sicherstellen, dass sozusagen einigermaßen ausreichend diese Nudeln produziert werden können. Also wir sehen, das hatte vorher wirklich keiner auf dem Zeiger, was da passiert. Und auch nicht auf dem Zeiger hatte man, dass der amerikanische Arbeitsmarkt extrem tight ist, wie man in den USA sagt, extrem eng. Ja, wir haben noch viele Arbeitslose, aber wir haben mehr offene Jobs als Arbeitslose und dementsprechend sehen wir jetzt schon solche Dinge wie etwa bei McDonald's in Oregon, ein Laden, der sagt, also wir werden jetzt 14- und 50-Jährige engagieren. Man geht also in der Altersklasse weiter nach unten, Hauptsache um irgendwen zu haben, damit man die Dienstleistung noch anbieten kann. Die Chefin dieser Filiale sagt, es ist immer schwierig mit Personal, aber das, was derzeit passiert, das ist noch nie da gewesen. Auch das ist natürlich tendenziell inflationär, denn wenn ich weiß, dass ein Arbeitgeber händeringend nach Mitarbeitern sucht, dann kann ich natürlich auch einen anderen Preis aufrufen. Das wiederum erhöht die Kosten für die Unternehmen, denn Arbeit ist ja einer oder der teuerste Faktor in der Regel. Für Unternehmen ist die Frage, haben wir daher, wenn wir das alles mal zusammenfügen, schon den Peak jetzt auch des Wachstums gesehen? Wir sehen hier eine große Differenz zwischen dem Verbrauchervertrauen der Uni Michigan und dem Conference Board und normalerweise so hier eine Grafik, die das in den letzten Jahrzehnten mal zurückverfolgt hat, passiert das tendenziell kurz vor Rezessionen. Das war auch der Fall kurz vor der Corona-Krise, als die Wirtschaft dann in die Rezession stürzte. Das war auch der Fall kurz bevor die Finanzkrise ausbrach und das war kurz vor dem Platzen der Dotcom-Blase auch der Fall. Und jetzt reagieren die Banken, Morgan Stanley etwa, die hatten vorher eine Prognose für das dritte Quartal BIP USA von 6,5%. Jetzt hat man das heute runtergeschraubt auf 2,9%. Und nach meiner Auffassung ist das eben dann auch relevant für die Unternehmen, denn wenn die Wirtschaft langsamer wächst als erwartet, dann werden wahrscheinlich auch die Einnahmen und Gewinne der Unternehmen langsamer wachsen als erwartet. Hier Les Enzondas zeigt das hier schon, dass die Forward Earnings Estimates, also praktisch die Erwartungen für die Unternehmensgewinne, jetzt schon wieder rückläufig sind. Das war auch in der Umfrage der Bank of America zu sehen. Und wir möglicherweise eben jetzt wirklich das Beste schon ein bisschen hinter uns haben. Gleichwohl werden die
Aktienmärkte nicht korrigieren, sagt hier etwa JP Morgan und verweist auf die Retail Investors, also auf die Masse an Privattradern, Privatkunden, die eben sich an der Börse engagieren, vorwiegend in den USA mit Optionen, mit Kaufoptionen, mit Calloptionen also. Dementsprechend wird da praktisch keine Korrektur möglich sein, weil die ja jeden Dip kaufen. Okay, mal schauen, ob das wirklich eintrifft. Bisher hat es ja immer funktioniert, aber was immer funktioniert hat, muss in der Zukunft nicht funktionieren. So lautet eine Lebensweisheit in Mogadischu. Also schauen wir uns mal jetzt das an, was die Märkte natürlich interessiert. Das sind die morgigen US-Arbeitsmarktdaten. Wir hatten den ADP am Mittwoch, war schwächer als erwartet. Wir hatten den ISM-Gewerbeindex, wo die Beschäftigungskomponente unter 50 gefallen ist, also Kontraktion anzeigt. Alles keine guten Vorzeichen, aber heute die Erstanträge und die Continuing Claims, also die Folgeanträge mit dem niedrigsten Stand seit Beginn der Corona-Geschichte. Also hier sehen wir, da gibt es schon Erholungszeichen. Umso spannender wird das, wie morgen die Daten ausfallen. So, die Analysten haben so ein bisschen ihre Erwartungen runtergeschraubt auf so um und bei 600.000 jetzt neue Stellen. Das wird natürlich deshalb relevant, weil ein starker Arbeitsmarktbericht bedeuten würde, dass die Wahrscheinlichkeit höher wird, dass die Fed eher tapert. Und andersrum, also das wird natürlich morgen absolut der Hingucker. Und wir sehen neue Entwicklungen wieder in China, im Reich der Mitte, Nabel der Welt, wie es eigentlich wirklich heißt. Hier haben sich jetzt Unternehmen bereit erklärt, wie Alibaba etwa 15 Milliarden US-Dollar oder 100 Milliarden Renminbi zu bezahlen für dieses Programm der allgemeinen Wohlfahrt, allgemeiner Wohlstand, wie das heißt jetzt in China auch. Da ist also jetzt Tencent noch mit dabei, werden beide so 15 Milliarden Dollar umgerechnet etwa bezahlen. Das ist so eine Art Ablasshandel, kann man sagen, damit man in Ruhe gelassen werden wird. Ich habe mir heute einen Artikel auf Englisch übersetzt in der China Digital durchgelesen. Das ist absolut krass. Hier spricht man vom revolutionären Geist. Man müsste das Haus jetzt mal gründlich aufräumen und die Luft reinigen und eben diese Unterschiede in den Einkommen mal einebnen. Da werden dann Schauspieler erwähnt, die in China ja sehr, sehr gutes Geld verdienen. Da muss was passieren. Die dürfen das nicht mehr. Und hier die Kapitalisten, die sich da bereichern wollen, das geht alles nicht mehr. Das ist wirklich, und auch dieser Begriff allgemeiner Wohlstand geht ja auf Mao zurück. Also es ist die Rückkehr von Xi Jinping hier zu Mao und das wird uns noch beschäftigen, denn das wird bedeuten, dass Chinas Wirtschaft deutlich abkühlen wird, nach meiner Auffassung, wenn ich praktisch so vorgehe. Wir haben es ja schon gesehen, was an Marktkapitalisierung alleine verloren gegangen ist, eben bei Tencent, eben bei Alibaba und anderen. Das wird dann auch den Westen ganz hart treffen und eben die Wachstumsperspektiven deutlich einschränken, zumal ja China immer die Wachstumslokomotive war in den letzten Jahrzehnten. Kommen wir nach Germanit, kommen wir nach Deutschland. Hier sehen wir neueste Umfrage in Sachen Bundestagswahl, SPD 25, der Scholz-O-Mat ganz vorne, dann CDU 21, Grüne 19, FDP, AfD 11, Linke 7. Das würde bedeuten, dass Rot-Rot-Grün jederzeit möglich wäre, über 50% hätte. Was bedeutet das für den DAX? Das ist die große Frage. Und der DAX ist ohnehin im Fokus, denn morgen wird verkündet, welche Unternehmen aufrücken werden in den neuen DAX. 10 Unternehmen werden aufrücken aus dem DAX. 30 wird ja ein DAX 40. Da gibt es ein paar Superfavoriten wie Airbus, die dürften ganz sicher reinkommen. Was wird das bedeuten? Wird sich da viel ändern? Gab es heute einen Artikel von mir auf finanzmarktwelt.de, wo Andreas Beck, der Mathematiker und Vermögensverwalter, mal genau zeigt, was das bedeutet, was da in Deutschland eigentlich schief läuft, warum der DAX eigentlich viel höher stehen müsste, als er steht, aber es nicht tut, weil da irgendwie strukturelle Probleme sind. Interessante Aussagen von ihm, wie ich finde, die ich Ihnen wieder unter das Video packe mit Link. Würde mich freuen, wenn Sie da reinschauen und wünsche jetzt einen wunderbaren Feierabend. Morgen, das Marktgeflüster kommt deutlich früher als gewohnt. Morgen sind 14:30 Uhr die Arbeitsmarktdaten. Ich denke, so um 16 Uhr um und bei wird dann das Marktgeflüster online sein. Videoausblick sowieso. Aber lesen Sie erstmal hier, nachdem Sie mein Video gesehen haben, den Artikel und gucken sich das an, was Andreas Beck zu sagen hat über DAX 30 und DAX 40. Ich wünsche Ihnen das Allerbeste und sage Servus und Ciao.